Michi, Glückwunsch zum Sieg in Fulda. Wie hast du das Spiel heute erlebt auf dem Platz? Ja, vielen Dank. Ich glaube, war ein schweres Spiel, schwerer, tiefer Boden. Wir wussten, wir mussten den Kampf annehmen, den Fulda uns bietet. Und ich glaube, das haben wir gemacht, haben alles reingeworfen. Zu null gespielt, das war ganz wichtig. Und wir wissen, dass wir immer ein Tor machen können. Und deshalb sind wir glücklich, dass wir hier 1-0 gewinnen und die 3 Punkte mitnehmen. Was war heute das Erfolgsrezept in deinen Augen? Wie gesagt, dass wir als Mannschaft verteidigen, dass wir jeder für jeden kämpfen, auch wenn mal ein Fehler passiert. Und das haben wir gemacht. Und deshalb sage ich, nehmen wir den Sieg verdient mit. Danke dir. Bitte schön. Ja, Fanuel, 1-0 in Fulda gewonnen. Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Danke. Wir wussten, dass es ein ganz schwieriges Spiel wird. Und der Platz ist jetzt nicht in Top-Zustand, aber trotzdem, wir haben den Kampf angenommen. Wir sind geduldig geblieben. Klar, am Anfang des Spiels hatten die viele Standards-Ecken, glaube ich. Da sind wir nicht richtig reingekommen, haben es irgendwie verhindert, dass wir ein Gegentor kriegen. Und an sich, wenn man das Spiel sieht, haben wir gut gespielt, wir haben gut kombiniert, sind nach vorne gekommen. Wir wussten, dass es einfach ein schweres Spiel wird, dass wir jetzt nicht 20 Chancen kriegen werden, sondern wir haben, glaube ich, ein paar Chancen gehabt. Und ja, dann machen wir das, Mart macht ein geiles Tor von der Flanke von Markus in der zweiten Halbzeit. Und ja, dann wurde es einfach ein Fight am Ende und das haben wir angenommen. Und so ein 1-0-Sieg auswärts. Es ist gut für die Mannschaft, gut für uns, gut für ein Selbstbewusstsein, auch für die Abwehr zu null. Und da haben wir alles reingehauen, gekämpft, getan, gegrätscht und so muss es auch mal sein. Danke dir. Danke auch. Timo, Glückwunsch zum 1-0-Sieg in Fulda. Wie hast du das Spiel heute erlebt auf dem Platz? Ich finde, dass wir sehr gut im Spiel waren, erste Halbzeit. Wir haben in meinen Augen das Spiel klar dominiert. Wir hatten wirklich gute Möglichkeiten, da das 1-0 dann auch zu machen, haben wir es leider nicht gepackt oder gemacht. Wir waren nicht so zielstrebig, haben aber fast nichts zugelassen, außer am Anfang, glaube ich, 3 oder 4 Eckbälle hintereinander. Die waren sehr gut getreten, aber haben es gut verteidigt. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen eine Phase gehabt, wo wir ein bisschen schläfrig waren, so die ersten paar Minuten, waren dann aber wieder drin, hatten, glaube ich, immer wieder die Kontrolle. Wenn aber der Gegner natürlich fast nur lange Bälle spielt und immer auf zweite Bälle geht, ist es schwer zu verteidigen. Und wir haben dann durch wirklich eine Traumflanke und einen Traumkopfball von Mart und von Markus das 1-0 gemacht und haben es dann ehrlich gesagt auch wirklich gut über die Zeit gebracht. Ich glaube, zum Schluss hatten sie, wie gesagt, noch ein paar Standards, wo ich, glaube ich, als Schiedsrichter hätte das nicht immer gepfiffen. Da war, glaube ich, jeder Kopfball von uns ein Foul. So machst du den Gegner natürlich wieder stark. Ja, fußballerisch war es in meinen Augen für die Platzverhältnisse wirklich sehr gut von uns und wir haben gewonnen und das war unser Ziel. In der Innenverteidigung gab es halt eine Umstellung. Wie kam es zu der Entscheidung, Matuvilla und Hoffmann? Ja, ich hab vor dem Spiel zu den Jungs gesagt, dass die Entscheidung heute die schwerste ist, die in den letzten 2 Jahren ich halt treffen müssen mit dem Trainerteam. Wir waren uns wirklich die ganze Woche immer ja, nicht ganz einig und auch nicht ganz ja, klar, dass wir sagen, okay, wir spielen jetzt so oder so, aber dann haben wir uns für die Jungs entschieden, die jetzt heute gespielt haben. Nochmal, ich habe es in der Halbzeit gesagt, wir haben letzte Woche, oder wir sind seit 9 Spielen und jetzt 10 Spielen in Folge ungeschlagen. Die einen Spieler haben gespielt, die anderen haben nicht gespielt. Wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team. Heute haben wieder ein paar andere gespielt und wir haben gewonnen und das ist das Wir-Gefühl und das müssen die Jungs einfach wissen, dass es keine Egoisten gibt, sondern nur nach einer Teamleistung und deswegen haben wir eine tolle Mannschaft, ein tolles Gefüge. Und sind halt einfach happy, dass wir heute in Fulda gewonnen haben. Danke dir. Danke.